Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei uns auf dem Capzilla YouTube-Kanal. Ich sitze hier gerade mitten im Januar draußen bei eisiger Kälte. Ja, ich habe keine Jacke an, dafür aber zwei Pullover und es ist jetzt schon eisig kalt. Ich freue mich, wenn ich nach dem Video wieder ins Zelt kann und die Heizung anschmeißen kann. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dieses Unboxing zu filmen, denn ich habe von M&R Angelgeräte ein langes Paket mitgekriegt. Und was könnte da wohl drin sein? Also wir hätten die Möglichkeit von Ruten, hier könnte eine Schlinge drin sein, ein Kescher, eine Stabboje. Lauter lange Sachen könnten hier drin sein. Und ehrlich gesagt habe ich nicht komplett eine Ahnung, was hier drin ist. Deswegen würde ich sagen, packen wir es einfach mal aus und schauen, was M&R uns dazu geschickt hat. Was haben wir hier drin? Einen Lieferbeleg. Oh, hier lese ich Grace. Also wird es sich wohl um Routen handeln. Grace GT2 Detector. 10 Fuß 3,25 Lips. Das klingt, als würde ich dieses Paket am liebsten behalten. Klingt nach guten Routen. Aber keine Sorge, einer von euch kann den Inhalt auch gewinnen. Deswegen dranbleiben und schauen. Kurze Props an M&R. Erstklassig verpackt die Routen. Haben sie hier mit diesem Material schön fixiert. So, aber darum soll es nicht gehen, sondern um diese 10-Fuß-Routen von Grace. Und ich vermute mal, dass es sein kann, dass die bei M&R gerade im Angebot sind. Das müssen wir aber gleich nochmal recherchieren. Ich gucke mal ganz kurz hier auf die Begleitkarte. Da steht Fuji Rollenhalter, hochwertige Seagate-Routenringe, Anti-Frap-Routenring an der Spitze, gewichtssparendes Routendesign, 1K-Carbongewebe mit lasergravierte Routenkappe, Lieferung komplett mit universell einstellbaren Schnurhalter. Also die Eckfeatures, Fuji Rollenhalter, 1K-Carbonblank, das klingt schon mal richtig lecker und deswegen will ich jetzt auch unbedingt mal hier reinschauen. Ich hatte tatsächlich noch nie eine Grace-Route in der Hand. Habe aber immer mit dem Gedanken gespielt, mir eine zu kaufen. Vielleicht kaufe ich mir die auch einfach. So, da haben wir schon das Griffstück. Oh, und guckt mal, das ist halt Grace, ne? Also, Routen können sie. Total schick, schon auf den ersten Blick. Ach, und hier ist der verstellbare Schnurclip. Und, guck mal hier. Ausziehbar. Ja, teleskopierbar, teilteleskopierbar. Gerade absolut im Trend. Und Grace hat das jetzt wohl auch umgesetzt. Ziemlich cool und der Blank wirklich einfach schön, muss man wirklich sagen. Also diese 1K Carbon Blanks sind wirklich, wirklich eine schöne Sache. Hier auch der Rollenhalter, also so weiß ich nicht, metallic glänzend, ja, wie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Mercedes. Also wirklich cool. Ich würde sagen, ich suche mal das zweite Teil raus, das da hier wäre. Hier sehen wir auch schon die ganz fragilen Ringe oder dezenten Ringe. Fragil sind sie bestimmt nicht, die können bestimmt was ab. Aber solche Routen in der Hand zu halten, ist echt immer eine tolle Sache. Hier vorne haben wir den Anti-Wrap-Spitzenring. Ja, damit verhindert ihr Schnurverwicklungen beim Werfen. Schöne Dreistegringe und trotzdem so dezent, ne? Also man hat das ja oft, dass man, wenn man dezente Ringe hat, dass es dann Zweistegringe sind. Und die sind dann echt immer, also da, für meine Angelei zumindest, will ich sie nicht haben, denn ich bin da doch manchmal ein bisschen grober. Und hier haben wir Dreistegberingung, also alles bombenfest. Und trotzdem hier diese ganz, ganz dünnen Keramikeinlagen, würde ich mal sagen. Also wirklich einfach insgesamt jetzt schon eine schöne Route. Bauen sie jetzt mal zusammen und für 3¼ Lips auch wirklich eigentlich ziemlich schmal, würde ich mal fast behaupten. So, da ist sie ausgepackt und ich muss sagen, allein schon wenn ich hier schwinge, dann biegt die sich bis ins Handteil, ja? Und mir kommt so vor, als würde die Route massig Spaß im Drill machen, als wäre die wirklich, hätte die ein cooles Rückgrat, ganz was ganz weich über die ganze Route bis ins Handteil arbeitet und ja, also einfach wirklich, wirklich schick. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber man muss es auch einfach mal beim Namen nennen. Hier haben wir den Full-Shrink-Griff hinten nochmal ein bisschen verdickt, ja, fürs Werfen, damit ihr richtig guten Halt habt. Und dann wurde ja hier die Endkappe noch angesprochen. Schön mit dem Grace-Logo eingraviert. Ja, schönes Ding. Verarbeitung absolut hochwertig, wie man es von Grace gewohnt ist.
Hier in den Verklebungen gibt es keinerlei Lufteinschlüsse oder Brüche oder sonst was. Es sieht wirklich alles super hochwertig aus, toll verarbeitet. Kann man nicht anders sagen. Und ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit, mal rauszufinden, was die Route noch so ausmacht, was der Hersteller darüber schreibt und vor allem, was das gute Stück kostet und was sie bei M&R kostet. So, ich lege sie mir mal kurz auf den Schoß, nehme mein Handy und schau mal kurz bei M&R. Es ist übrigens richtig kalt. Ich habe wirklich kalte Finger. So, da suchen wir doch direkt mal nach der Grace GT2 Detector. Grace GT2 Spot. Achso, ne, GT Spot gibt es auch. GT Marker, GT Spot. Aber wo ist denn die GT2? GT2 10 Fuß 4 Lips, GT2 10 Fuß 3 Lips, 3,5. So, da ist sie. GT2, ach nee, das ist die 12 Fuß. 10 Fuß, 3,25 Lips für 99,95 bei M&R Angelgeräte. Also für einen Hunderter kann man mit einer Grace-Route, denke ich mal, gar nichts falsch machen. Und jetzt schauen wir mal, was hier geschrieben wird. Ja, eigentlich alles, was auf dem Beihängeschild auch stand. Semiteleskopisch wird es hier genannt, okay. Ich sage immer wie sage ich immer? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall teilweise teleskopierbar. Und es gibt auch eine Vorstellung von dieser Route auf dem M&R-Blog. Da haben die Jungs auch nochmal ein paar schöne Fotos gemacht. Also, ja, ziemlich cool. Und wie gesagt, mit diesem verstellbaren Schnurclip könnt ihr dann auch nochmal bestimmen, quasi, wo ihr eure Schnur einhängen wollt, um auch wirklich eine super Bissanzeige zu haben. Und das Gute ist, wir haben davon nicht nur eine zugeschickt gekriegt, sondern zwei. Und wenn ihr neues Set schön teilweise teleskopierbare 10-Fuß-Routen mit 3,25 Lips haben wollt, dann ist das jetzt genau eure Gelegenheit. Alles, was ihr dafür tun müsst, verratet mir, was für einen Rollenhalter hat die Grace GT2 Detector verbaut. Und in einer Woche lose ich einen Gewinner aus, der die Frage richtig beantwortet hat, per Zufallsprinzip. Und mit ein bisschen Glück hast du einen kompletten oder einen Zweiersatzrouten für die anstehende Saison. Und ich bin auf jeden Fall neidisch, weil die gefallen mir richtig gut. Vergesst auf keinen Fall, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um kein Unboxing, kein Gewinnspiel, keine Vlogs oder sonstige Inhalte zu verpassen. Das heißt, einmal abonnieren, einmal Benachrichtigungsglocke aktivieren und auf alle Benachrichtigungen einschalten drücken. Dann seid ihr immer dabei, wenn es bei uns was Neues gibt. Also in diesem Sinne, macht's gut.